Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, der Mikrogenossenschaft Ostschweiz und Leica Geosystems. 6 Studierendenteams werden gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2023. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule sind Sie als die Besten nominiert. Sie haben mit Ihren Arbeiten für Schweizer Unternehmen überzeugt und buhlen jetzt um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die Ernst Sutter AG aus Gossau produziert verschiedenste Fleisch- und Wurstwaren. Vom Hackfleisch bis zum Moschbröckli. Vor rund 2 Jahren haben sie verschiedene Eigenmarken unter der Marke Sutero zusammengefasst. Das Projektteam von der Ost hat für die Ernst Sutter AG untersucht, wie bekannt die Marke Sutero und ihre Werte bei den Konsumentinnen und Konsumenten sind. Wir haben herausgefunden, dass jede zweite Person, die wir befragt haben, die Marke Sutero bereits kennt. Weiters haben wir auch herausgefunden, dass der Wert der Sutero in Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln und Regionalität weniger bei den Kunden ankommen als erwartet. Über 800 Leute hat das Team angesprochen. Rund 400 haben ihnen auch Antwort gegeben. Die Datenmenge macht die Studie besonders aussagekräftig. Und sie hat die Studentinnen selber überrascht. Ehrlich gesagt haben wir nicht damit gerechnet, weil wir haben uns natürlich Mühe gegeben. Wir haben natürlich geschaut, dass wir von der Altersgruppe die ganze Bandbreite von der Zielgruppe abgedeckt haben. Wir waren in der ganzen Deutschschweiz unterwegs gewesen, aber dass wir doch eine Rücklaufquote von knapp 50% erreicht haben, erfreut uns sehr. Der Durchhaltewille ist dann auch eine Eigenschaft, die das Team aus Sicht des Coaches besonders auszeichnet. Es sind aus meiner Sicht vor allem zwei Sachen. Das eine ist die sehr, sehr schnelle Einarbeitung in ein komplexes Thema wie Marken, Branding. Und auf der anderen Seite, dass es dem Team auch gelungen ist, über die lange Zeit, die lange Projektdauer, die Motivation hochzuhalten. Wir haben nicht verbergen, wir hatten auch Punkte, wo wir kämpfen mussten. Aber es ist nachher zu einer unheimlichen Dynamik und Kraft gekommen im ganzen Projekt. Aus der Erkenntnis von ihrer Marktforschung haben die Studentinnen kreative Lösungen für die Ernst Sutter AG erarbeitet. Eine Stossrichtung, die sie vorschlagen, ist, zusätzlich auch die jüngere Zielgruppe, die Generation Z, anzusprechen. Um diese Generation anzusprechen, haben wir ein Social-Media-Konzept ausgearbeitet. Und weiter haben wir herausgefunden, dass die Regionalität und das nachhaltige Handeln bei den Konsumierenden zu wenig wahrgenommen wird. Um das zu verstärken, haben wir vorgeschlagen, um einen lokalen Schwinger zu sponsoren und regionale Events wie «Vom Berg zum See» zu unterstützen. Dank dem Praxisprojekt hat die Ernst Sutter AG jetzt konkrete Vorschläge, wie sie die Marke Sutero weiter schärfen können. Mit den Resultaten sind wir sehr zufrieden. Das Team hat es geschafft, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Und wir haben die ersten Sachen auch schon umsetzen können. Und weitere werden sich erfolgen. Das Projektteam von der Ost ist mit seiner Praxisarbeit für den WTT Young Leader Award 2023 in der Kategorie Marktforschung nominiert. Wenn wir jetzt den Award gewinnen würden, wären wir sicher sehr stolz, weil es sind 2 andere Superteams auch nominiert bei unserer Kategorie. Und das würde für uns sicher eine grosse Anerkennung bedeuten und dass wir natürlich der Ernst Sutter AG auch wirklich einen Mehrwert bieten können. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2023? Die Preisverleihung ist am 30. Oktober in der Tonhalle St. Gallen. Mit einem Award-Referat von den Unternehmern Alain Frey und Tobias Reichmuth. Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, der St. Galler Stadtwerk, Jumbo Kommunikation und Scandola.